Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Liberty and Peace Now, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Sie sollte jeder kennen. Es ist wichtig, um seine Rechte in Anspruch nehmen zu können, auch seine Rechte einfordern zu können, natürlich die Inhalte der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu kennen. Dabei will Ihnen Liberty and Peace Now helfen und daher jetzt in der heutigen Ausgabe die Artikel 21 bis Artikel 30. Es gibt insgesamt 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die universell und weltweit seit dem Jahr 1948 gültig ist. Artikel 21. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt. Dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. Artikel 22. Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Maßzusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind. Artikel 23. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen. Jeder hat das Recht zum Schutz seiner Interessen, Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten. Artikel 24. Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. Artikel 25. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz. Artikel 26. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zumindest der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden. Und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offen stehen. Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll. Artikel 27. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
Artikel 28. Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Artikel 29. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden. Artikel 30. Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat. Der vollständige Text der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen in deutscher, englischer, französischer und spanischer Sprache finden Sie unter anderem auch bei Liberty and Peace Now Human Rights Reporters und bei MJB Mission News mit der ISSN-Nummer 1999-84-14. Die Adresse finden Sie bei www.ibstelevision.org. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte finden Sie bei www.libertyandpeacenow.org/Menschenrechte. Noch einmal zum Mitschreiben. Den direkten Link zu den Allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte, zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, finden Sie bei libertyandpeacenow.org/Menschenrechte. Ausführliche und weitere Informationen zu Liberty and Peace Now Human Rights Supporters finden Sie bei libertyandpeacenow.org. Informationen zum Programm für Bildung und internationale Völkerverständigung, zu den Radio- und Fernsehprogrammen für freie Nachrichten, unabhängige Information und Bildung von Radio TV IBS Liberty finden Sie bei ibstelevision.org. Mein Name ist Andreas Klamm-Sabaoth, Gründer, Herausgeber und Verleger von Liberty and Peace Now Human Rights Supporters und Gründer und Herausgeber und Redaktionsleitung von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, das seit 1986 in deutscher und französischer und englischer Sprache sendet, mit dem Ziel der internationalen Völkerverständigung und unabhängige Nachrichten und Informationen zu liefern für Fernsehzuschauer, für Zuhörer und in unseren Blogs auch in schriftlicher Form. Ich danke für Ihr Interesse an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in unserem Bildungsprogramm. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde 1948 von den Vereinten Nationen in New York City proklamiert und ist weltweit gültig, universell gültig, das heißt an allen Orten gültig. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas Klamm-Sabaoth bei Liberty and Peace Now.